Gumo! Morgen! Guten Morgen, Freunde, was geht ab? Bevor ich euch erzähle, was wir heute machen. Junge, was macht ihr da hinten für eine Scheiße, Alter? Bevor ich euch erzähle, was wir heute machen, Freunde, zeige ich euch jetzt, was wir gestern gemacht haben. Und zwar gab es gestern mit Cindy zusammen einen aktiven Taco-Abend. Das war gestern, Bro. Freunde, es werden Tacos gemacht und ich habe richtig Lust darauf. Du hast gar keinen Bock, du lügst. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, ich lüge. Prisi, sweet and flush. Mal Bimsel, kannst du kurz übernehmen? Ich würde in einer halben Stunde wiederkommen. Nee. Perfekt. Gut, 40 Minuten später, ich habe jetzt die Zwiebel geschnitten. Was muss ich jetzt machen? Jetzt schneiden wir zusammen ganz viele Tomaten. Einbrecher! Bitte raus, wir machen hier gleich den Taco-Abend. Ohne euch. Es duftet. Ich glaube, wir haben nur Tomaten geschnitten. So geil kann es noch nicht riechen, Bro. Schneiden wir das kurz in der Mitte durch. Ja, willst du jetzt eine Mopsen hier raus? Oh Quatsch. Kann ich die nochmal in der Mitte durchschneiden? Kann ich die mir mal kurz anschauen? Ich schaue mit dem Mund. Seht ihr den Unterschied? Ja, meine Tomaten sehen besser aus. Was ist los? Das ist ein Überfall. Rätsel übernimmt heute den Barkeeper. Guten Morgen. Aber wir haben leider keine Zitronen mehr. Ja, aber Gemüse braucht man nicht. Hauptsache Alkohol ist drin. Wäre jetzt schlimmer, wenn du sagst, wir haben Zitrone, aber kein Gin mehr. Dann wäre ein Problem. So, Freunde, ein kleines Update. Wir haben jetzt alles fertig. Wir haben jetzt hier einmal Hackfleisch, Salsa, noch mehr Salsa, Guacamole. Und dann hat Cindy hier noch eine kleine Sour Cream gezaubert. Und Dominik hat mir einen kleinen Cocktail gezaubert. Cheers, Freunde. Auf einen guten Taco-Abend. Wie schmeckt? Ja. Nice. Guten. Danke fürs Kochen und guten. Guten, danke und alles und guten. Juhu. Schönen Urlaub noch. Mhm. Schönen Urlaub vor allem für mich. Mhm. Was ihr draus macht, ist mir egal. Morgen. Morgen. Na? Dieke wollte gerade über dich lästern. Also ich muss dazu sagen, das war schon mal so, gell? Das ist kein Ding der Einmaligkeit oder so. Aber der Dominik, der liegt im Bett und ich weiß nicht, was der nachts sieht oder träumt oder fühlt. Aber der fängt irgendwann, jetzt no joke, das klingt wirklich so, als wenn ich es mir ausdenke, aber der liegt im Bett und der fängt an so und zu Fuß, wirklich, das ganze Bett wackelt teilweise, der liegt da so. Bro, vielleicht ist das, weil dein Körper nicht so hundertprozentig entspannt ist und dann auch irgendwie irgendwelche Sachen fighten muss oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich kurz bevor ich aufgewacht bin oder halt vielleicht flas auch wegen dem Traum, als es mich so angekotzt hat. Ich fahre beim Auto und auf einmal kommt mir so einer auf meiner Spur entgegen, richtig schnell. Und ich muss so ausweichen. Warte, das hast du geträumt oder ist dir passiert? Ich hab mich geträumt. Und ich muss ausweichen und der rammt mich halt an der Seite, weißt du, wir schleifen und so. Mhm. Und meine ganze Seite ist kaputt. Aber der ist halt weggefahren und ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt keine sagen, Versicherung oder so von dem. Also dachte ich, jetzt muss ich wieder einen Kaskoschaden anmelden und dann erhöht sich wieder mein Versicherungsbetrag im Monat und das so. Das hast du geträumt, Bro. Ja. Und dann kannst du. Der Mann ist ein echter Schwabe, Alter. Da würde ich auch um mich schlagen. Ey, da habe ich um mich geschlagen, weil das war so traumatisch, als ich das letzte Mal diesen Kaskoschaden hatte und einfach so mein Scheißbetrag, Digga, wie hoch der sich erhöht hat da, Ivona. Digga, was ein Scheißbaum. Servus. Schön guter kleiner Mann. Boah, wir haben einen neuen Spielkameraden. Und zwar haben wir hier Donald. Rätsel wollte ihn eigentlich erst Fips nennen. Ich wollte ihn Fips nennen. Du wolltest ihn Fips nennen? Ja. Aber dann haben wir ihn Donald genannt. Warum war das nochmal? Weil er da was mehr gehört hat. Oh ja, genau. Irgendwie hat jemand was mit Umt gesagt. Ja. Und dann meinte DK, ja, dann nennen wir ihn Trump. Nee, Cindy war das. Brauchst gar nicht wieder auf mich schieben. Aber der kann Tricks. Aha. Oha. Zirkus einfach. Sitz. Mach der Arsch runter, mach der Poppis runter. Komm. Nee, nicht hoch. Runter. Der ist schon ein bisschen müde, guck, der ist ganz verschlafen. Jetzt nicht. Aber das hat er geschafft. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt schön und süß Donald getauft. Ja. Und der kriegt hier immer so ein bisschen Schinken und so. So, wollen wir frühstücken? Ja. Ich hab Hunger. Jetzt mal, ich werde mit diesem Kuhteller und der Kuhtasse essen und trinken und du kannst nichts dagegen tun. Das, was du gestern abgezogen hast, hat schon gereicht. Das ist nicht dein Ernst jetzt, dass du das Thema wieder aufbringst. Dieser Mann namens Dominik Rätzmann hat sich den kompletten Tag davor darüber lustig gemacht, dass sie nämlich aus dem Wohnzimmer, wo ich gearbeitet habe, nach draußen gelockt hat, wo alle saßen, mit Milch
in einer Kuhtasse, weil ich halt Kühe feiere. Und ich fand es halt süß und dann bin ich direkt nach draußen gekommen. Während er aber so rumgelaufen ist. Leute, dieser Mann hat mich gerade ausgelacht, weil ich eine Kuhtasse. Weil ich eine Kuhtasse verwendet. Hat aber diesen. Hat aber da Keks dran. Junge, ich habe eine Kuhtasse verwendet. Was ist daran schlimm? Ja, du hast Milch aus der Kuhtasse getrunken und Cindy konnte ich damit aus dem Haus locken. Okay. Und der Keks ist mir runtergekrümelt, weil da Kaffee dran war. Das macht die Situation nicht besser. Wenn du es hochlegst, schlage ich tot. Kannst du dir nicht ausdenken, jetzt hat der Junge mein T-Shirt angezogen, Alter. Who wore it better? Dicker, da ist ja schon wieder ein Fleck dran. Okay, der ist nicht von mir. Ja, Bro. Nee. Frag mir DK. DK, von wem ist der Fleck? DK, der sagt, ich habe in dem Bild von hier nach hier einen Fleck dran gemacht. Nein. Ich hab sie angezogen, bin hierher gelaufen, Digga. Du bist ein kleiner. Wo ist der Fleck? Da. Das hast du vorhin noch zu mir Hast du jetzt gewaschen oder wie? Ja, ich scheiß den hier. So, Freunde, jetzt wird hier der Podcast aufgenommen. So, guck mal, hier unser kleiner russischer Kollege. Ja, wir nennen ihn immer den russischen Kollegen, weil das hier aussieht wie so eine Russenmütze. Der macht sich warm jetzt kurz und dann geht's gleich los. Wir haben uns überlegt, dass wir an 3 Locations den Podcast aufnehmen und das hier ist unsere erste Location. Junge, sag mir eine Location, wo man geil an den Podcast aufnehmen kann mit diesem Mann. Ist ganz, ganz wild. Ist unnormal wild. Und mit diesem Mann natürlich auch. Herrlich. Herrliche Aussicht hier. Alright, let's go. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Ich bin Dominik. Scheiße, ich bin Kevin. Das ist ja eine große Diskussion. Bist du so Team Pfirsich oder Team Eistee? Team Pfirsich oder Team Eistee? Ach, Digga. Direkt Sascha Huber Transformation da unten. Eieiei. Die Junge hat einen Schaden, Alter. DK, du sollst oben bleiben bei der Übung, nicht runter. Gut, Freunde, wir haben jetzt den Podcast, den ersten Teil abgedreht, weg von Location in diesem Pool. Ja, das ist eine Special-Folge. Falls ihr unseren Podcast noch nicht gehört habt, checkt ihn aus. Edeltalk auf Spotify, iTunes. Red mal wo noch? Dieser, überall, wo es Podcasts gibt. Einfach. Exakt, Freunde. Edeltalk, checkt es aus. Erster Link in der Beschreibung. Gib ihm. Ich habe heute früh gelesen, ein Mensch braucht, um glücklich zu sein, jeden Tag mindestens 8 Umarmungen. So viel? Ja, also habe ich schon mal eine safe. Ich habe 8 im Jahr oder so. So, Freunde, wir haben jetzt den zweiten Part auch abgedreht, da im Pool. Aber Dominik wurde verfolgt von der fucking Hornisse. Los! Dementsprechend haben wir uns jetzt überlegt, drehen wir den dritten Part. Wo auch sonst, da auf diesem Dach, was nicht zu unserer Wohnung gehört. Es ist aber rechtlich gesehen unbedenklich. Genau, weil? Weil wir eine Vermieter gefragt haben. Stimmt. Jetzt, ich habe gestern zu viel getrunken, deswegen habe ich es vergessen. Ich habe den gefragt und hat gesagt, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Aufs Dach könnte so super gern, das ist gar kein Problem. Auch so genau, das hat er gesagt. Ja, der kann ein bisschen Deutsch, der hat 10 Jahre Deutschland geschafft. Warte mal. Gut, warte, dann gehen wir mal rüber. Ey, Dicker, pass auf, bitte fall da nicht runter. Cindy, du auch nicht. Das geht übel weit hier runter, Real Talk, 4 Meter. Ich laufe dir hier auf den Stein, nee. Doch, ich bin auf den Stein gelaufen. Fall bitte runter, das wäre YouTube-Content. Kumo. Okay, gib rüber den Stuhl. Schmeiß, ja? Ja. Was? Schmeiß ihn. Oh mein Gott. Wir brauchen noch den Tisch. Da unten ist da einer, nimm den da. Kann man hier vorne auf die Spitze stehen? Das sieht mir uncool aus. Hier, komm her, Bruder. Ach du Scheiße, ey. Mein Bruder lässt einander nicht im Stich. Oh, Jesus Christus. So, Freunde, wir sind an unserer... Ist was? Okay, das musst du jetzt mal erklären, wo wir sind. Also es ist, in Kroatien baut man tatsächlich nach verschiedenen Standarten. Allerdings ist es jetzt kein Standard, wo man so sagt, das ist jetzt ein Standard, weil es sicher sein soll. Sondern es ist eher so ein Standard, dass man sagt, ich habe jetzt ein Grundstück, 50 Quadratmeter, wie kriege ich da möglichst viele verrückte Gebäude drauf? Bro, du hast irgendwas am Gesicht. Okay, sorry, das ist irgend so ein ekelhaftes Vieh. Okay, sorry. Okay, das war kurz, das lassen wir auch drin. Das ist Live-Action. Vor circa einem Jahr waren wir schon mal hier in Kroatien und da haben wir so einen geheimen Wasserfall gefunden. Aber ich habe den euch aus irgendeinem Grund kaum gezeigt, deswegen dachten wir, ist da gerade der Ball runtergefallen? Ach du Scheiße, das ist nicht mehr ernst. Wie kann man so lost sein, Junge? Holy shit. DK, du schaffst es, ich glaube nicht. Dennis, weißt du, wo der liegt? Ja. Okay. Das ist nicht der Ball, Bro. Dennis, ich bin kein Pro, man sollte vielleicht nicht alle Sachen anfassen, die man findet. Ja. Dominik, dieser Mann macht mich fertig da unten. Er versucht sein Bestes. Ah! Nice, nice. So
Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr einen Wasserfall hier gefunden und dachten uns, hey, wir fahren einfach nochmal hin und zeigen euch ein bisschen genauer, was da abgeht. Dementsprechend, let's go. Oh ja, 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 da vorne ist es. Da müssen wir runterlaufen. Park einfach hin, oder? Fertig. Jo. Und wir müssen jetzt hier runter. Hier den Steinweg müssen wir runter, dann sind wir da. Ist ein wilder Weg hier auf jeden Fall, Alter. Wir sind gleich da. Gleich sind wir an dem geilen Wasserfall. Ich höre ihn schon vorne. Okay, okay. Warte mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Wir müssen da hinten hin. Oh ja, stimmt. Holy shit. Vorne. Hier ist es. Dicker, so geil hier. Real Talk. Ich kriege jetzt hier die Melone aufs Netz, damit ich hier schön filmen kann. Das wird wild. Oh. Was wir euch letztes Jahr auch nicht gezeigt haben, da hinten geht es in so einen Spalt rein. Und da gehen wir hin, damit auch DK mal einen Spalt gesehen hat. Ich greife das doch nicht. Ich schwöre hier etwas von der Oder Real Talk, es holt mich immer so geisteskrank ab, wie schön die Natur sein kann. Bro! Dicker, dicker! Bruder, ich hab das Handy von Magonius! Was ist das? Sorry, ich hab das Handy. Ich hab's dir gar nicht gesehen, ey. Bro! Dicker, chill! Bro, ich habe ein Handy! Wait, was geht denn jetzt hier ab, Alter? So habe ich mir das Baden am Wasserfall nicht vorgestellt. Okay, Freunde, wir kommen jetzt hier gleich zu so einem Part. Da sind mega viele Steine. Oh, da müssen wir kurz absteigen. Aber das lohnt sich. Dahinter ist krank viel Shit. Oh, 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 ich verlor, Alter. Rechts antreten, muss kurz Pause machen. Arretieren. Mitte Vollgas jetzt. Rechts wieder ins Gas. Hallo, hallo. Ach, ich mache mir den Stein hier. Oha, elegant aber. Was ist mit diesem Mann verkehrt? Ich schwöre, bei DK ist doch irgendwas falsch connected, Alter. Ah, Schmeckt richtig rein. Schmeckt einfach nur natürlich. Schmeckt nach Ding. Coke Zero. Coke Zero. Was für ein Wack! Was du bist denn? Hä, ich war genauso laut. Ich hab geschrieben mit 9. DK, schrei du mal so laut wie geht. Gerade. Ja, das war stark, holy shit. Wir haben gerade da hinten, wo diese Person schon oben drauf steht, gesehen, dass man von da springen kann. Und genau das machen wir, da oben. Let's go, lass uns hoffen, dass wir nicht drauf gehen. DK, kommst du mit da hoch? Ja, safe. Okay, fresh. Ja, ja. Mach Wechsel, okay? War schön mit dir, Bruder. Oh. Mach auf, Platz. Chat ist eigentlich nur dumm und